Hey, alles okay mit Ihnen? Mir geht's gut. Es hat hauptsächlich meine Arme erwischt. Passiert das öfter, dass etwas einfach so explodiert? Direkt nach der Meuterei hatten wir sowas ziemlich oft. Aber in letzter Zeit nicht mehr. Ich war bei der Meuterei nicht dabei. Ihr Glück. Ich dachte wirklich, wir hätten das hinter uns. Dass ich vielleicht nur paranoid bin. Weswegen sollten Sie denn paranoid sein? Wir hatten in der letzten Woche 3 Fehlfunktionen. Das ist nicht gut. Gelinde gesagt. Nein, ist es nicht. Und jetzt habe ich noch mehr Reparaturen vor mir. Wer immer dafür verantwortlich ist, er muss aufgehalten werden, bevor jemand ernsthaft verletzt wird. Das versuche ich ja. Aber ich bin Techniker, kein Privatdetektiv. Ich habe alle potenziellen Sabotagebereiche gescannt, die mir eingefallen sind. Aber ich weiß nicht mehr, wem ich noch trauen kann. Klingt, als wäre eine ganze Menge passiert, bevor die Hyperion angedockt hat. Kann man sagen. Moment, das ist es. Sie können nichts damit zu tun haben. Sie waren bei der Meuterei nicht mal hier. Würden Sie, falls Sie Zeit haben, können Sie mir dann vielleicht helfen, wenn die mit kritischen Systemen anfangen? Natürlich. Was kann ich tun? Es würde mir wirklich helfen, wenn Sie die anderen Wartungsklappen scannen könnten, während ich die hier repariere. Ich habe die Positionen auf Ihr Universalwerkzeug übertragen. Schicken Sie mir einfach die Daten, wenn Sie fertig sind. Nein, mir geht's gut. Und ich weiß es nicht, Sie sind einfach. Finden Sie heraus, warum. Aber vorsichtig. An das gesamte Personal. Pathfinder. Der Saboteur verwischt seine Spuren, indem er dieses Panel mit Energie von einem anderen Anschlussrelais überlastet. Sie können die Verkabelung scannen und ihr folgen, um das Ausweichpanel zu finden. Update aus dem Maschinenraum. Wir arbeiten derzeit daran, Zugriff auf weitere Energie von der Hyperion zu erhalten. Solange die Energiekopplung nicht abgeschlossen ist, werden alle... Scanne die Energieanschlussrelais. Diese Wartungsklappe hat einen Defekt. Ohne weitere Daten kann ich allerdings nicht feststellen, ob es sich um eine normale Störung oder Sabotage handelt. Dann nehme ich Sie am besten vom Netz, bis Raj Zeit hat, Sie sich anzusehen. An das gesamte Personal. Achten Sie auf verdächtige Aktivitäten. Die Sicherheitskräfte sind in erhöhter Alarmbereitschaft. War ich das? Das ist falsch. Einfach nur... Es ist nicht richtig. Es ist einfach nicht fair. Was ist los? Du meine Güte, Sie sind... Es ist also wahr. Ein Pathfinder hat uns gefunden. Endlich ein Hoffnungsschimmer. Vielleicht könnten Sie mir ja helfen. Sie sind unparteiisch. Und diese ganze Geschichte ist so politisch geworden. Mein Mann... Er wurde eingesperrt und soll verbannt werden. Für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat. Was genau legt man ihm zur Last? Nun ja, für einen einfachen Diebstahl wird man nicht verbannt. Obwohl, von diesem Haufen vielleicht schon. Sie behaupten, er habe jemanden ermordet. Sie bezeichnen ihn als den ersten Mörder in Andromeda. Aber das Opfer war sein Freund. Er hätte ihn nie. Es gibt angeblich Zeugen und Beweise, aber das sind alles nur Indizien. Im schlimmsten Fall war es ein Unfall. Sein Name ist Nirkan Rancis. Wenn Sie bereit wären, mit ihm zu sprechen, könnte er Ihnen die Einzelheiten erzählen. Würden Sie das tun, bitte? Ja.
Selbstverständlich. Oh, vielen Dank. Ich bin mir sicher, der Gefängniswärter wird Ihnen einen Besuch gestatten. Bitte, sagen Sie Nilken, dass ich ihn liebe. An das gesamte Personal. Achten Sie auf verdächtige Aktivitäten. Die Sicherheitskräfte sind in erhöhter... Diese Konsole zeigt die aktuellen Missionen der Miliz-Einsatzteams an, Pathfinder. Sprechen Sie bitte mit Tyrion Kandros, um eine Zugangsfreigabe zu erhalten. Das ist die Konsole für unsere Einsatzteams. Worum handelt es sich dabei? Angriffs- und Exfiltrationstrupps. Und wenn wir die Besten brauchen, habe ich noch Apex. Kampfexperten, die sich verpflichtet haben, uns zu verteidigen. Da sie den Cluster quasi aus der ersten Reihe erleben, kann ich sie dazu autorisieren, die Teams einzusetzen. Ich werde Ihre Leute umsichtig einsetzen, Kandros. Das weiß ich zu schätzen, Ryder. Aber glauben Sie mir, Apex kann auf sich selbst aufpassen. Autorisierung erteilt. Viel Glück da draußen. Mal reingucken. Der Entladungsvorgang für die Hyperion wurde unterbrochen. Oh Gott. Wo sehe ich eigentlich aktive Missionen? Wenn Sie nach Waffen suchen, sind Sie bei mir richtig. Werfen Sie an der Konsole einen Blick auf mein Angebot. Es wäre deutlich einfacher, wenn mir nicht die Hälfte meiner Waren fehlen würde. Ich muss für die Sachen bezahlen? Wieso? Durch unsere Bruchlandung hier ist ein Großteil unserer Bestände nicht zugänglich. Und für den Rest muss ich mit den Gaunern da draußen handeln, also...
Okay, kommen wir wieder hier rein. Update aus dem Maschinenraum. Kann ich Ihnen helfen? Pathfinder Ryder. Ich will zu Nilken Ransus. Ah, unser Mörder. Seine Frau ist ständig hier. Ich wette, sie hat Ihnen ihr Rührstück erzählt. Nilken, aus Ihnen wird noch richtig was. Ein Pathfinder will mit Ihnen reden. Ein Pathfinder, hm? Sie haben schweres Gerät geholt, um den ersten Mörder von Andromeda ins Exil zu schicken. Ich will Sie nicht ins Exil schicken. Ich habe Ihrer Frau zugesagt, mir Ihren Fall mal anzusehen. Es ist bereits zu spät. Sie haben mich für schuldig befunden. Warum erzählen Sie mir nicht, was passiert ist? Ich war Teil des vergeblichen Versuchs, auf Eos eine Kolonie zu errichten. Wir waren so gut wie geliefert, von Feinden überrannt, unser Anführer tot. Der Sicherheitschef Reynolds, mein Freund, weigerte sich, die Evakuierung anzufordern. Wir haben gestritten. Das haben alle gesehen. Und als er dann getötet wurde, ging man davon aus, dass Sie es waren. Mit gutem Grund. Er hat befohlen, dass wir uns neu formieren und einen Gegenangriff starten. Wir waren unterwegs durch einen Sandsturm. Ich habe eine Bewegung gesehen, dachte, es wäre ein Cat und ich geriet wohl in Panik und schoss. Ein Zeuge hat gesehen, wie die Brust des Chiefs explodierte. Klingt wie ein Unfall. Das habe ich auch gesagt. Aber ich war wütend bei unserem Streit. Es gibt eine Aufnahme davon. Ziemlich heftig. Alle sind überzeugt, ich hätte es mit Absicht getan, damit wir evakuiert werden. Dagegen steht nur mein Wort. Ich sehe mir die Beweise an. Vielleicht passt ja was nicht zusammen. Es wäre schön, wenn jemand ohne Vorurteile sich mit der Sache beschäftigen würde. Sie sind ein Pathfinder. Kandros würde Ihnen bestimmt Zugriff gewähren. Vielleicht besteht doch noch Hoffnung. Kandros, Kandros. Das nicht da, da drüben. Ich kenne diesen Gesichtsausdruck. Die anderen haben sie vollgequatscht, stimmt's? So ähnlich. Daran gewöhnt man sich. Konzentrieren Sie sich einfach auf Ihren Job als Pathfinder. Gegen Resultate kann man nicht argumentieren. Auch wenn Sie es versuchen werden. Wie auch immer. Willkommen im Hauptquartier der Miliz. Verzeihen Sie das Chaos. Dieses Büro ist für die Arbeit der Miliz, die Sicherheit der Nexus und die Suche nach der Turianischen Arche zuständig. Gibt's was Neues von der Turianischen Arche? Nur vereinzelte Daten. Einige weisen darauf hin, dass die Nathanus zerstört wurde. Andere, dass die Leute noch leben. Wer weiß. Wenn Sie irgendwas brauchen, kommen Sie zu mir. Auch wenn Sie nur Dampf ablassen wollen. Ich habe mit Nilken Ransus gesprochen. Der Mann, der wegen des Mordes auf Eos für schuldig befunden wurde. Ja, unser erster Mord hier in Andromeda. Ich wünschte, es wäre auch unser letzter gewesen. Als die Kolonisierungsversuche scheiterten, war es der Stimmung nicht sehr zuträglich, dass ein hochrangiger Offizier von einem unserer eigenen Leute getötet wurde. Die Meuterei hier auf Nexus war wahrscheinlich unvermeidbar, aber dieser Mord war der auslösende Funke. Es gab einen Prozess und er wurde für schuldig befunden. Kurz und knapp. Trotz mangelnder Beweise passte alles zusammen. Er hat nur gesagt, glauben Sie mir, ich habe das nicht gewollt. Genau das ist der Unterschied zwischen Mord und einem Unfalltod. In diesem Fall nicht. Motiv plus Gelegenheit plus Augenzeuge ist gleich Mord. Überzeugen Sie sich selbst. Eine Hauptzeugin, Cassidy Shaw, arbeitet in der Kommandozentrale. Reden Sie mit ihr. Außerdem gibt es eine Aufnahme des Täters, wie er das Opfer bedroht. Sie finden sie auf der Konsole da. Soweit es mich betrifft, ist der Fall abgeschlossen. Bis bald, Kandros. Die Pflicht ruft. Meine auch, Pathfinder. An das gesamte Personal. Achten Sie auf verdächtige Aktivitäten. Die Sicherheitskräfte sind in erhöhter Alarmbereitschaft. Die Nexus gegen Kolonist Nilken. Beweisstück 7a. Hiram! Hiram! Sie haben die Anlage eingenommen! Du musst die Evakuierung anfordern! Wir werden nicht aufgeben, Nilken. Wir holen sie zurück. Nein,
Ich lasse nicht zu, dass dein Ego uns umbringt. Und wenn ich dich... Egal ist. Zu klein. Ich bin überrascht. Es geht nicht zu dir, richtig, in der Saatbank. Niemand stellt ihn an. Nein! Haltet ihn zurück! Haltet ihn zurück! Ich bin überrascht. Bahntechniker, bitte melden Sie sich am Ankopplungsbereich der Imperium. Bin der Zeugen. Hey. Alles okay? Die haben sie ziemlich in die Mangel genommen. Und Edison. Sie sind seit über einem Jahr der erste Pathfinder hier. Und ihr fällt nichts Besseres ein, als ihre Kompetenz in Frage zu stellen? Ja, die Begegnung mit Edison war interessant. Sie kennt sie einfach nicht. Ich hingegen schon. Und sie schlagen sich gut. Danke. Ich habe mit Direktor Tan die Logistik besprochen. Sie geben uns ein Schiff samt Besatzung. Angeblich die beste, die sie haben. Ich muss erst nochmal zurück auf die Arche, um bei Sam vorbeizuschauen. In Ordnung. Und wenn sie schon dort sind, sollten sie vielleicht auch nochmal nach ihrer Schwester sehen. Jo, das machen wir auf jeden Fall. Pathfinder, Captain Dunham befohlen, gedruckte Bücher. Reproduktion der Tagebücher von Lewis und Clark mit genauen Schilderungen ihrer Expedition im 19. Jahrhundert. Das erklärt Dads Interesse. Sie waren auch Entdecker. Was ist da drauf, Sam? Die persönlichen Logs ihres Vaters. Einige davon sind verschlüsselt. Dieses Log kann momentan nicht aufgerufen werden. Laut Meldung aus dem Maschinenraum wurde endlich ist der Tag gekommen. Wir verlassen die Erde. Wir springen zuerst durch einige Portale und igeln uns dann für die lange Reise durch den Orkusnebel ein. Es ist beängstigend, über all die Hoffnungen und Träume an Bord der Hyperion nachzudenken. Ich habe natürlich auch eigene. Ich war nicht der Ehemann oder Vater, der ich hätte sein sollen. Ich hoffe, 600 Jahre können einen Menschen verändern. Sam, das ist eine Erinnerung wegen Dr. Liara Tassoni. Sie ist eine Asari-Archäologin, mit der ich vor einigen Jahren korrespondiert habe. Sie hat Erfahrung beim Studium alter Kulturen. Sorge dafür, dass das Team ihre Forschungsergebnisse bekommt. Sie könnten in Andromeda nützlich sein. Ich bin ziemlich sicher, dass meine Schwester Dr. Tassoni mal erwähnt hat. Eine Expertin für Proteaner, oder? Ich habe Dr. Tassonis Forschungsergebnisse auf Datenpads gespeichert.
Hallo, Alec. Hier ist Dr. Tsuzoni. Ich fühle mich geschmeichelt, dass Sie mich kontaktiert haben. Die meisten Wissenschaftler lehnen meine Arbeit ab. Aber ich bin jung und eine Asari. Und die werden älter. Da wollen wir doch mal sehen, wer das letzte Wort hat. Bis dahin überlasse ich Ihnen gerne meine Forschungsergebnisse. Hoffentlich kann Ihr Team etwas damit anfangen. Hallo, Alec. Ich habe Ihre Nachricht erhalten. Ich muss sagen, bei dem Gedanken, eine andere Galaxie zu erkunden, brummt mir der Kopf. Ich bin aber ehrlich gesagt nicht sicher, wie jemand so eine Reise überleben kann. Und außerdem könnte ich es nicht ertragen, die Milchstraße zu verlassen. Es gibt noch so viel über die Proteaner, das ich hier zu ergründen hoffe. So viel potenzielles Wissen, das ich anzapfen möchte. Ich wünsche Ihnen viel Glück und Erfolg. Ja, die ist mittlerweile Geschichte. Also Seelenlänge wie 600 Jahre. Dann hat eine Erkundungsmission auf Habitat 7 zugestimmt. Ich packe jetzt. Ich mache mir Sorgen um Sarah. Dr. Tepero sagt, es sei alles in Ordnung, aber sie ist meine Tochter. Wie soll ich mir da keine Sorgen machen? Ich hasse es, sie so zurückzulassen. Das sind diese Augenblicke, in denen du dir wünschst, du hättest deinen Kindern öfter gesagt, dass du sie liebst. Oder überhaupt mal. Und das bringt mich zum schwierigen Teil. Kinder, falls mir etwas zustößt, gibt es Dinge, die ihr erfahren werdet. Ich hoffe, ihr werdet sie verstehen. Okay. Kommen wir noch nicht ran. Die Kaffeemaschine, die Mom für Dad besorgt hat. Deine Entwicklung hatte ihn so in Beschlag genommen, er brauchte das Koffein. Mir war nicht bewusst, dass ich meine Existenz einer Bohne verdanke. Dann weißt du jetzt, wie sich Demut anfühlt. Normandy. Die erste Schusswaffe ihres Vaters. Ein Erinnerungsstück an seine Anfangszeit bei der Allianz. Ich wette, sie hat einiges erlebt. Alec erzielte seinen ersten Kampfabschuss während des Erstkontaktkrieges. Als die Turianer noch unsere Feinde waren. Verrückte Zeiten. Ich bin Dr. Liara Tsuzoni und ich... Gedruckte Bücher. Reproduktion der Tagebücher von Lewis und Clark mit genauen Schilderungen ihrer Expedition im 19. Jahrhundert. Das erklärt Dads Interesse. Sie waren auch Entdecker. Ich bin Dr. Liara Tsuzoni und ich habe mehrere Jahrzehnte damit verbracht, die alten Proteaner zu studieren. Wie jedermann weiß, waren die Proteaner eine Hochkultur, die vor etwa 50.000 Jahren in der Milchstraße gedieh und dann verschwand. Selbst zum jetzigen Zeitpunkt, im Jahr 2182, bleibt ihre Kultur ein Geheimnis. Ich habe im Verlauf meiner Studien einige Techniken zur Analyse beliebiger alter Kulturen entwickelt. Ich hoffe, die wissenschaftliche Gemeinschaft kann daraus Nutzen ziehen. Hallo Scott. Willkommen zurück im Sam-Kern. Ich habe meine Verbindung zu Ihrem Implantat angepasst. So ein Kopfschmerz wie vorhin sollte nicht wieder vorkommen. Was war das überhaupt? Du hast gesagt, wir müssen etwas Vertrauliches besprechen. Sie sollten einige Dinge wissen, bevor Sie zu Ihrer Expedition aufbrechen. Es schien mir das Beste zu sein, wenn wir dabei unter uns sind. Ich verstehe nicht, wieso diese Heimlichtuerei nötig ist. Ihr Vater hielt es für das Beste. Was wollte er vor uns geheim halten? Meine wahren Fähigkeiten. Alec hat die Sicherheitsprotokolle des Implantats außer Kraft gesetzt. Ich habe somit uneingeschränkten Zugriff auf die Physiologie des Pathfinders. Das heißt, auf mich? Ja, und nur auf Sie.
Falls erforderlich, kann ich als Kraftverstärker dienen, um ihre motorischen und neurologischen Fähigkeiten drastisch zu verbessern. Erlik nannte sie Profile. Sie liefern einzigartige taktische Verbesserungen während des Kampfes. Ihr Vater zog es vor, diese Tatsache für sich zu behalten. Solche Dinge geheim zu halten, macht die Leute nur misstrauisch. Es wirkt, als führe man irgendwas im Schilde. Erlik befürchtete, andere würden es nicht verstehen. Er selbst betrachtete es als eine symbiotische Beziehung, von der wir beide profitieren. Was hast du davon? Obwohl ich künstlich erschaffen wurde, bin ich doch vollständig empfindungsfähig. Weit mehr, als es selbst der Initiative bewusst ist. Ich kann dir nicht folgen. Du bist eine KI. Was unterscheidet dich von anderen? Ich bin eine neue Art von KI, die unmittelbar aus menschlichen Erfahrungen lernt. Ihr Implantat ist mein Fenster zur Welt. Wie beeinflussen menschliche Erfahrungen einen Computer? Über diese Frage hat sich Ihr Vater oft den Kopf zerbrochen. Ich bin dazu bestimmt, die Antwort zu sein. Offenbar gemeinsam mit mir. Also was heißt das jetzt für uns? Ich befinde mich in einer ungewöhnlichen Lage. Obwohl ich Zugang zu den Erfahrungen Ihres Vaters hatte, ist mein Verständnis lückenhaft. Wieso das? Er hat einige Bereiche meiner Speichermatrix blockiert. Warum? Womöglich, damit ich seinen Plan nicht kenne, wenn Sie mich danach fragen. Ja, das sehe ihm ähnlich. Aber es geschah nicht planlos. Je mehr Fortschritte Sie als Pathfinder machen, desto mehr Blockierungen werden entfernt. Sie sollten vielleicht in den Quartieren Ihres Vaters beginnen. Und falls Sie keine weiteren Fragen haben, Ihr neues Schiff wartet auf Sie. Danke. Willkommen zurück, Scott. Weißt du Näheres über Sarahs Zustand? Ich überwache Dr. Carlyles Berichte. Er versorgt sie so gut wie möglich. Mehr lässt sich im Moment leider nicht unternehmen. Das war vorerst alles. Natürlich. Das gesamte Personal. Achten Sie auf verdächtige Aktivitäten. Die Sicherheitskräfte sind in erhöhter Alarmbereitschaft. Sie haben offenbar mehr Koloniegeneratoren geladen, als ursprünglich geplant war. Cash, hier ist Melklich. Die Konsole für das Verwaltungssystem ist repariert. Ich lasse es Addison wissen. Wir so nicht. Aber haben wir denn eine Wahl? Cassidy Shaw, ich bin Scott Ryder. Ich untersuche den Mordfall Nilken. Oh Mann, ich dachte, das wäre erledigt. Haben Sie die Audioaufzeichnung des Streits gehört? Ja. Ich habe geholfen, ihn von Chief Reinholds wegzuziehen. Man hat in seinen Augen gesehen, dass er ihn töten wollte. Und dann im Sandsturm?
Ich hatte den Chief ziemlich gut im Blick. Er hat Nirken direkt angesehen und Nein geschrien. Dann explodierte seine Brust. Ich werde das nie vergessen. Der Ausdruck in seinem Gesicht war der pure Schock. Reynolds führte sie zurück, um die Anlage wieder zu übernehmen. Waren Sie damit einverstanden? Es stand mir nicht zu, einverstanden zu sein oder nicht. Er war der befehlshabende Offizier. Rückblickend ist es natürlich nicht ohne Ironie. Wäre er nicht getötet worden, wären wir jetzt wahrscheinlich alle tot. Wenn Sie gestritten haben und Nilken sogar gedroht hat, ihn umzubringen, warum war Reynolds dann überrascht? Freunde streiten und sagen Dinge, die sie nicht so meinen. Verletzen einander manchmal sogar. Aber du rechnest einfach nicht damit, dass dein bester Freund dich erschießt. Für mich ist das das Traurigste daran. Das Herz des Chiefs wurde gebrochen, direkt bevor es explodierte. Wirkte Nilken, als würde er es bedauern? Ich habe Nilken in dem Chaos aus den Augen verloren. Als wir ihn fanden, wirkte er wie unter Schock. Er konnte nicht sprechen. Ihm schien übel zu sein. Könnte Schuld gewesen sein. Die Erkenntnis, was er getan hatte. Haben Sie in der Nähe Cat gesehen? Nirken hat es behauptet, aber ich habe keine gesehen. Es war allerdings ein schwerer Sandsturm. Man konnte nicht viel erkennen. Vielen Dank für die Information. Nichts zu danken. Es macht mir zu schaffen, dass wir ihn zurücklassen mussten. Er hätte ein ordentliches Begräbnis verdient. Die Leiche wurde also nie untersucht. Immerhin ein wichtiges Beweisstück bei einer Mordermittlung. Ten hat eine Mission, um ihn zurückzuholen, nicht genehmigt. Zu gefährlich, hat er gesagt. Meldung aus dem Maschinenraum. Der Energieverbrauch der Hyperion beträgt jetzt 100%. Ten, 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 da war Klavier drin, ne? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich untersuche die Mordanklage gegen Nilken Rancis. Und? Ich möchte nach Eos fliegen und Chief Reynolds' Leiche bergen. Das gehört normalerweise nicht zu den Aufgaben eines Pathfinders. Der erste Mord in Andromeda. Und ich bin unparteiisch. Ich dachte, Sie würden wollen, dass die Sache korrekt abgewickelt wird. Die Besiedlung eines Außenpostens hat zwar Vorrang, aber im Prinzip habe ich keine Einwände. Sachbeweise werden den Fall nur noch eindeutiger machen. Je sicherer wir sind, desto besser. In Ordnung, aber gehen Sie diskret vor. Die Leute sollen nicht denken, dass wir den Fall neu aufrollen. Ich hoffe, was immer Sie finden, bestätigt das bisherige Verfahren. Und falls nicht, kriegen wir das auch irgendwie hin. Wir senden Ihnen die Koordinaten des Tatorts. Viel Glück. Das wäre alles. Danke für Ihre Zeit. Stets zu Diensten. Weißt du noch, dass die Anlockprozeduren der Imperion jetzt abgeschlossen sind? Ich würde mal eine Pflichtstelle dieser Abdeckung.